Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Wir zocken Metal Multiball auf der Oculus Rift S. Das ist ein Pinball-Spiel auf einer Metal-Bühne. Völlig verrückt. Wer auf so eine Idee kommt, weiß ich auch nicht. Aber wir müssen mit den Pinballs oder auch Multiballs, sind manchmal auch drei, müssen wir bestimmte Punkte treffen in einem bestimmten Zeitlimit. Völlig verrückt. Ich bin der Wut, heute gibt es Hardware-Tests, Gameplays, News und Events zum Thema VR und AR. Also abonniert mich, drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Danke an meine offiziellen Patreon-Sponsoren, Woodghost VR, danke Game Over und Events und Peter Wasmeier. Viel Spaß mit dem Spiel und los geht's. Voodoo.de. So. Das ist so eine Art Flipper. Wir müssen das T treffen, oder was? Nein, nein, wir müssen alle treffen. Boah, das kriegt schon Leben nicht hin. Ja, ja, doch, doch, doch. Doch, nee, Leute. Ja! Und jetzt? Oh, shit! Gott. Komm schon. Lost Ball. Oh no. Hit the targets before time runs out. Hit the skill shot. Also wir müssen die ernsthaft. Pinball, get behind you. Sign. Ja, nein, 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 nein. Wow, wow. Ey, das kann ich nicht. Da bin ich viel zu blöd für. 13 Targets. Okay. Also wir müssen alle Dinger treffen, ja. In der Zeit, die da oben läuft. Und ja, oh no, no, no! Das hier ist ja völliger Zufall. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Boxen da an der Seite, oder? Wie soll ich die denn treffen? Ja, ja, ja! Jetzt noch den anderen, komm, den anderen nur noch! Ah! Nein, 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 nein! Das macht mich wahnsinnig. Komm, dann geht er mal da hoch! Nein! Jetzt ist natürlich die Frage, ist das mit den weißen Texturen wirklich so, oder? Fast, nein! Hey, komm, ey, ich hab den doch getroffen! Ich glaub nicht. Komm schon, ey, das kannst du mir nicht antun. Boah, nee, das, jetzt geht's zu schnell. Wie soll ich den denn da rüber kriegen? Fünf, vier, drei. Time. Pinball.
Boah, also ich finde das, vor allem da hinten diese Boxen zu treffen, ist halt sau schwer, ne? Wo ist das Ding? Ach, verdammt! Headbang. Hit the targets before time shuts out. Perch, sound. Komm schon! Ja, 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 ja! Und jetzt? Was fehlt noch? Was fehlt denn noch? Multiball! Ich weiß nicht, was fehlt. Ah, das Metal da oben! Multiball! Komm schon, da wird ja wohl einer jetzt mal Zufall dagegen fliegen. Komm schon, ey, das ist das größte. Yeah! Wir sind im nächsten Level! Sign. Face. Sign. Oh, ernsthaft? Hit the targets before time runs out. Na, die stehen jetzt anders, diese Dinger, ne? Monitor. Monitor. Merch. Oh. Don't let the pinball get skill shot. Hit. Sign. Yay. Sign. Monitor. Down. Face. Room. Air. Okay. Hit the pinball. Keine Ahnung, ich bin gerade einfach rausgeflogen. Ich weiß nicht warum. Ich bin zu blöd dafür. Es hat keinen Zweck, Leute. Ich bin zu blöd dafür. Ah. Also, wir wissen ja jetzt, wie das funktioniert. Ich würde sagen, ich gucke mir jetzt mal an, ob das wirklich so sein muss mit diesen weißen Texturen oder nicht. Wenn nicht, dann weiß ich es auch nicht. Wenn ihr noch ein bisschen gucken wollt, dann geht auf meinen englischen Kanal, aber ansonsten gehen wir mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Metal Multiball. Also wie ihr jetzt ja schon da erkennen könnt, sind die Texturen wirklich weiß und das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also das hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht, weil das sieht nun mal nicht geil aus, ne? Das sieht alles andere als geil. Also die Grafik von dem Spiel ist wirklich fies. Ich meine, wenn du auf Metal stehst, ist die Idee schon an sich cool, ne? Dass du so zwei Pinball-Dinger da hast. Wie heißen die Teile überhaupt? Die Flipper-Dinger da, ne? Die heißen doch, glaube ich, auch Flipper. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Wenn du die da rumballerst, ist ganz cool, ne? Du hörst die Metal-Mucke und versuchst die Dinger dazu anzumachen, aber das ist natürlich ganz low, das Spiel. Also da ist. Das fühlt sich an, als wenn das in einer Stunde programmiert wurde. Ist natürlich jetzt übertrieben, aber so fühlt es sich halt an. Und aber Leute, das Spiel kostet auch nur 1,99 Euro. Ne? Da kann man sich jetzt natürlich nicht beschweren. Wenn ihr also auf Metal steht und auf Pinball, dann ist das gar nicht mal so scheiße. Ja, aber es kann natürlich mit keinem anderen Vollpreis- oder auch nur Halbpreisspiel mithalten. Deswegen bin ich froh, dass es nur 1,99 kostet. Wenn es 5 gekostet hätte, hätte ich gesagt, um Gottes Willen. Aber das kann man noch gerade so akzeptieren. Gerade so am Rand. Wahrscheinlich wären 99 Cent noch besser gewesen. Aber na gut. Die Mucke ist halt, die macht's halt, ne, bei dem Spiel. Ja, Leute, das war Metal Multiball. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr das über Amazon kostenlos tun, über Amazon Twitch Prime auch. Die Links findet ihr unter dem Video. Wenn ihr zum Beispiel irgendwas auf Amazon kauft, geht über den Link und dann könnt ihr mich kostenlos supporten, ohne dass ihr auf Amazon irgendwas mehr zahlt. Das wäre cool. Bis zum nächsten Mal. Vergesst den Daumen natürlich nicht und haut rein. Ciao.